Ja, hallo zusammen zu Vampire. Ja, ich begrüße euch. Und zwar haben wir uns gerade mit der anderen Vampirin hier unterhalten, die Lady, hast du nicht gesehen? Und wir sollen jetzt mit Harriet nochmal sprechen. Harriet soll wohl eine kleine Klatschbase sein, wie man so sagt, oder eine Tante, die viel erzählt, was Dinge von, also die Dinge erzählt, die keiner will, wissen will. Aber wir wollen von ihr einiges erfahren. Bist du Harriet? Sag doch mal eben. Ich bin gerade verwirrt. Ja, du mich auch. Harriet, bist du hier? Hallo, Harriet. Harriet liegt im Bett, dann nerven wir sie doch mal. What? What? What is this? Who are you? Ich bin Arzt. Der Arzt ihres Vertrauens. Madam, I'm Dr. Reed, the new surgeon. Preposterous. Dr. Reed, you say? I don't want some bumbling intern. Sind wir doch gar nicht. Where's Dr. Swansea? Please, calm down, madam. I assure you that I am highly qualified. I'm just back from war duty. How brave. Threatening an old defenseless woman. You know how long I've been a patient here. You've picked the wrong fight. Ich habe mich gerade mit niemandem angelegt. Jones. Ja, Harriet, das wissen wir doch. Indeed. I've been meaning to have a chat with you. You know what goes on here better than any other patient, I gather. Oh, better than any patient, nurse or doctor. I've seen so many vile undertakings. I heard there have been some despicable goings on. Was there a case of blackmail? Blackmail? Wait. You're investigating something. No, niemals. This isn't a social call. One of those incompetent cunts lit a poor sod's vein. Es geht hier nicht um Behandlungsfehler. I assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. They can't keep their legs shut. I've seen them scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business, doctor, not mine. But I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given me something to go on. See you on the next round. Okay. Finde Schwester Pippa Hawkins, Dorothy Crane und Gwyneth. Damit müssen wir sowieso die Gwyneths finden. The patients and staff might know something. I'll start my investigation with them. Ja, finde ich eine gute Idee. Die ist ja fast um die Ecke hier irgendwie. Hallo, bleib doch mal stehen. Alt, alt, Lady. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Ja. What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses during her shift? Let me guess. You spoke with that old shrew, Harriet Jones. Jein. Do not pay attention to her, Doctor. She's full of fanciful tales. Sie könnte aber möglicherweise die Wahrheit erzählt haben. She could have been telling the truth about the mysterious man. That old witch will end up in hell soon enough. Who cares if a nurse finds some happiness where she can? Na. No matter how you feel about her, Miss Jones deserves our help. Who says I don't care for her? Hate is what keeps that old crone alive. Okay, das war jetzt nicht so hilfreich. What can you tell me about this strange man? Let me guess. Ja. Gut, okay, war ein Versuch wert. Goodbye, Nurse Hawkins. Okay, dann suchen wir mal die nächste auf. Ne, hier geht's nicht weiter. Müssen wir vielleicht die Treppe hoch? Und mal schauen. Ne, ist abgeschlossen. Hier lang wahrscheinlich. Wir kommen der Sache näher. Aber wird auch nicht kürzer. It's locked. Ja, macht ja nichts. Ach, hier sind wir. Wir können eigentlich. Nein, wir können noch nicht. Halt, mach die Tür wieder auf. Okay.
Können wir noch eine Etage höher irgendwie? Ja. Dann würde ich mal schauen, ob wir hier jemanden finden. Nee, finden wir auch niemanden. Das war jetzt mal ein Griff ins Klo. Also, dann probieren wir es mal hier. Oder hier kommen wir ja her. Das ist ja für den Arsch. Klack, klack, klack. I cannot enter. Was ist, wenn wir hier hochgehen? Nein, hier auch nicht. Also muss das draußen sein. Weil sonst ergibt das keinen Sinn. Nicht wirklich. Bla 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 bla. Dreizehn, sechs, vier. Bist du? Nee, du bist Milton. Nee, du bist auch irgendjemand anderes. Irgendwie ist diese Wegfindung eher Medium. So. Lady Ashbury. Da drinnen könnten sie noch sein. Dann gehen wir mal hier rein und gehen mal links rum. Vielleicht hier irgendwo. Ist abgeschlossen. War klar. So, dann können wir nochmal hier entlang gehen. Mann, wo ist denn die dumme Nuss? Ah, Moment mal. Komm mal her, Lady. Komm mal her. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Das hatten wir schon. Goodbye, Nurse Hawkins. Ich bin verwirrt. Was? Stop, Lady. Good evening, Nurse. I'm Dr. Jonathan Reed, the new surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Branigan. Aha. Welcome to the Pembroke Hospital. Du bist auch gleichzeitig die... It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised, but I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. Wir fangen mal erstmal mit den normalen Fragen an hier. Wie ist die Lage denn so hier? How are things here? Not good, to say the least. We're struggling against an invisible enemy, more lethal than any bullet from a gun. It's hard, Doctor. Und der unsichtbare Feind? An invisible enemy. Quite a poetic term for a disease, especially from a nurse. Sorry, Doctor. These last few weeks have been exhausting. We could all do with a good night's sleep. Schlaf ist grundsätzlich nichts Schlechtes. Entschuldigt, ich musste was trinken. Und könnte das Krankenhaus Ihrer Meinung nach versagen? Do you think this hospital can survive the epidemic? We are all volunteers here, and we're trying to hold fast, but how do we beat an invisible killer? Some nurses have already resigned. Okay, dann erzähl mir doch mal ein bisschen was vom Personal. I'm not familiar with all the staff yet. Perhaps you could help me. Brilliant professionals, most of them. Aha. Dr. Swansea has a gift for recruiting talent. Naja. Most of them. Is there a problem I should know about, Nurse? It would be inappropriate for me to speak ill of a colleague. Sprechen Sie ruhig. Nurse Branigan, if you do know something, please tell me. Anything you say will be held in confidence. No. I may disagree with some conduct, but in the end, everybody is doing their best. Mhm.
Is there anyone that stands out? Well, I have never met someone as dedicated as Dr. Tippett's. He should be a standard for us all here. If only he were younger. Why should his age be a problem? I guess it's fair to say he's always pushing himself to the limits. He just doesn't know when to stop and get some rest. Okay. So, Krankenhauspersonal mit krimineller Vorgeschichte, gibt's da welche? Do you know if any of the hospital staff have criminal backgrounds? The people who work here all come from very different backgrounds, Doctor. Just like the patients. Mhm. Nun gut, stellen wir die Frage aller Fragen. Have you seen a strange man visiting any of the nurses here? I've never heard of such a thing, Doctor. Do you require medical assistance, nurse? Thank you for your concern, but I'm fine. Okay, das war nix. Dann sind wir hier auch erstmal durch. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. So, jetzt bleibt uns noch eine, welche irgendwie 47, 46, also knapp 40 Meter entfernt ist. Und irgendwie in diese Richtung. Ja, müssen wir da runter? Was macht die da draußen? Die soll im Krankenhaus sein. Drücke L, um deine Vampirsinne zu aktivieren. Wenn sich ein Bürger verdächtig verhält, schlägt sein Herz schneller und leuchtet, indem du ihn anschaust. Schalt. Aha. Okay. You're sure you don't come back with me? Nah, I'll have to see someone else do. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Be careful. You look so bad they may keep you as a patient. Fuck 'em. I don't like hospitals or doctors. Well then, when you go back to Whitechapel, you may find this useful. What is it? A pass for a free medical exam by the best nurse available. Mm-hmm. Just read it. I don't read well, but thank you, I guess. Aha. Na dann. So, sie ist weg. Finde den Gangster in der Kanalisation. Dann machen wir das mal. Auf in die Kanalisation. Was ich eigentlich die ganze Zeit noch schauen wollte, war, haben wir denn Autophagie ist klar. Schattennebel, Blutbarriere können wir hier. Wird ja gerne mal. Nee, aber hier haben wir halt ausgerüstet, ne? Ja. Hm. Dann wir schauen mal. Ist rechte Taste. Okay, alles klar. Habe ich ja bis dato noch nicht benutzt. Und es wird jetzt interessant mit Sicherheit. In der Kanalisation werden wir wahrscheinlich keine Freunde haben. Gehe ich mal von aus. Aha. Schreist du? Okay, also glücklich bin ich hier nicht. Wieso fühle ich mich hier unwohl? This man has been savagely attacked and dragged to the floor. Okay. Eieieiei, ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Echt nicht. Okay, aber ich folge jetzt erstmal in dieser Richtung, in der auch unser Symbol gezeigt wird. Was ist denn hier los? Hallöchen. Wie gesagt,
gesagt, jetzt wenn man weiß, wie es richtig genutzt wird, ist es ganz cool. So, liegt hier noch irgendwas? Ach, erstmal ärgern wir uns noch mit jemandem rum. So, Schluss mit lustig. Wir brauchen auf jeden Fall mal wieder ein bisschen Blut. Dann möchte ich mal eben... Nein, falsche Taste. Hier. Den und dann dafür den Flock. Müssen auch mal gucken wegen Waffen upgraden und so weiter. Oh Mann, was man nicht alles machen möchte. Was war das hier? Ah, da ist was. Feder, Schraube, ich denke mal zum Ab... Ach, Scheiße. Autsch, lass das. Mahlzeit. Hauen wir mal rein hier. Ja, oder so. Das ging ja auch recht gut. Können wir ja nicht anders sagen. Na, hier war jetzt doch. Hier war Patrone. Also ich glaube, ich werde in dem Spiel kein Freund von Pistolen. Ist einfach so ein Eindruck. Okay. Hallöchen. Kommst du zu Papa? Mahlzeit. Hey. Mach mal locker. Ah, hier ist ja irgendwie so ein Stück weit ein Freispiel, ne? Was übersehe ich? Da war doch was. Wusste ich's doch. Mahlzeit, eine Ratte. Was ist denn da? Ach, das war der Niedergeschnetzelte. Komm her. Mahlzeit. Ist nicht sehr lecker, aber ist nahrhaft. Das ist ja immer ein Unterschied, ne? Wo müssen wir denn hin hier? Ich höre es doch, aber ich finde nicht hin. Ist doch scheiße. Was ist das? Eine gewöhnliche Stachelkeule, die hier auch einfach mal so in der Gegend rumliegt. Ist ja interessant. Ich will aber zu dem Geräuschen auch... Nein, eigentlich will ich das nicht, aber... So, 40 Meter, sagt er hier gerade eben. 39. Hier könnte es richtig sein. Ich habe schon ein bisschen Angst. Das sieht so ein bisschen... Also es sieht ja nach Arena aus. Das muss man ja einfach mal so sagen. Ich glaube, man kann sagen, uns erwartet hier jetzt ein Kampf. Ja. Eindeutig erwartet er uns. Ach, du ahnst es nicht. Wer bist du denn? Autsch. Nicht nett. Nein, nicht nett. Das war nicht nett. Nein. Komm, hol dir Blut. Oh, nicht gut. Gar nicht gut. Alter. Komm her. Hol dir einmal Blut. Na, scheiße. Miststück. Ich hab kein Blut mehr. Oh, da gehe ich drauf. Heieieiei. Man wusste ja, dass es eine Arena sein würde. Meine Fresse. Ich hasse es. Also nochmal das Ganze.
Na, dann machen wir mal. Das liegt da. Wie komme ich denn an das Seraph-Bla-Gedöns eigentlich ran? Wartet mal bitte. Bevor ich mich jetzt wieder mit den Typen rumprügel. Ultimativ Sera. Okay, alles klar. Super, wir haben nichts gebastelt. Also wird das wohl auch eher nix. Nee, oder? Wartet. Ah, nein, nein. So. Proben und Inhaltsstoffe. Was haben wir denn hier? Okay. Aha. Okay. Macht 130 Schaden. Macht 65 Schaden. 65 Schaden. Dann nehmen wir hier mal den. Moment mal eben. Wo waren das jetzt? Da nicht. Hallo? So, jetzt aber. So. Okay. Probieren wir es mal. Das kann jetzt dumm werden, aber wir testen es. Damit ich mal wenigstens ein bisschen Schaden mache gegen den Burschen. Ja, ja, Arschloch. Ist ja gut. Komm her hier. Wie soll ich den denn parieren? Alter, der Typ ist scheiße. Ach, falsche Taste. Ich glaube, das mit den Zweierning ist nicht so meins, ehrlich gesagt. Komm her. Wenn du mich beißt, kann ich dich auch beißen. Ich brauche ein bisschen mehr Health hier. Definitiv. Aua. Alter, parieren war die. Autsch, autsch und gleich tot. Ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, das mit der einhändigen Waffe. Alter. Der prügelt mich ja dann auch mal ganz nice weg. Also ich glaube, einhändig ist doof. Ist so mein Eindruck. Weil ich glaube, da bin ich. Alter Schwede, ey. So, da wechseln wir doch nochmal die Waffe. Was macht die denn? 65 Schaden. Abgenutzter Knüppel. Angriffsgeschwindigkeit 10, Ausdauer 20. Angriffsgeschwindigkeit macht 65. Ja, dann nehmen wir die mal. Und in die zweite Hand. Wie viel Muni habe ich denn? Ja, aber... Ich glaube, ich bleibe erstmal beim Flak. Keine Ahnung. Wir werden sehen, ob das so... super intelligent ist. What sort of creature is this? Scheiße. Na komm, du sag mal, warum greifst du nicht zu und beißt den Sack, ja? So, komm, Blut. Blut, Blut, Blut. Und einmal auf die Schnauze, Arschloch. Alter, beweg dich da weg. Scheiße. Kein Blut zur Verfügung. Blöde Sache. Ganz blöde Sache. Ganz blöd. Ganz, ganz
blöd. Ja, nee, das war wohl nix. Absolut gar nix. Verdammte Scheiße. Nächster Kampf und ansonsten schneide ich es raus. Ich probiere es nochmal mit dem Skalpell, weil das sollte uns direkt Blut geben. Wenn ich die Beschreibung richtig verstanden habe. Was für ein Arsch. So. Haupthand, Nebenhand. So, was steht denn da? Ein langes Messer. 5 Blutaufnahme. Dann hoffe ich mal, dass es auch wirklich so hilft. Schauen wir mal. Komm her, Baby. Komm. Aber viel Blut nimmt der auch nicht auf. Verdammte Scheiße. Eieieiei. Okay, also doch wieder, letzter Versuch für heute. Ansonsten, glaube ich, gebe ich es echt für heute erstmal auf. Das kann doch nicht sein. Mann. Wenn ich das richtig gesehen habe, gegen Kugeln ist ja auch relativ, wie soll ich sagen, geschützt. So, also doch wieder den hier. Nein. Den. Na dann, drückt mir die Daumen, Leute. Ach nee, vielleicht bin ich da mit der Pistole sogar besser. Wartet mal, ich probiere es mal ihm mit der Pistole weh zu tun. Vielleicht bringt das was, ich weiß es gerade nicht, aber ein Test ist alle Male wert. Lad nach. Also ich glaube jetzt nicht, dass es so toll war. Lädst du nach? Alter, lad nach. Es ist doch echt nicht wahr, ne? Nein. Was für ein Arsch. Nee, das bringt so nichts. Das war voll für den Arsch. Den Schaden, den die Pistole da macht, ist suboptimal. Ich muss auf jeden Fall einen anderen Angriff irgendwie einbasteln. Ich meine, EP haben wir genug. Ich versuche das jetzt noch einmal und dann ist auch gut für heute. Dann muss ich mir in der Aufnahmepause was überlegen, denn so geht's nicht weiter. Das ist doch scheiße. Okay, der Flox und gewöhnlich abgenutzter Knüppel, 65 Schaden. Abgenutzte Sense ist eine zweihändige und die ist die, die wir gerade benutzen. Ich probiere das hier nochmal. Die macht einfach am meisten Schaden, wenn wir treffen. In der Hoffnung, dass es ausreicht dann. What sort of creature is this? Komm her. Komm her, Arschloch. Alter, lass das. Alter, greif an! Alter, ich tue ihm auch gar nicht weh, ne? Um das mal sehr deutlich zu sagen. Also irgendwie ist meine Kampftaktik hier definitiv falsch. Komm heran. Einmal Hellspit und einmal den Blut. Autsch. Könntest du das mal lassen?
Ja, so wird das nichts. Okay, ihr Lieben. Ich werde hier eine kleine Aufnahmepause machen. Mich frustet es gerade etwas. Versteht das oder nicht? Es ist euch frei beliebt. Ja, ich wurde besiegt. Leiden ist Bestandteil der Unsterblichkeit. Leck mich. Ich sage dann bis zum nächsten Mal. Irgendwie werden wir ihn schlagen. Ich habe noch keine Ahnung wie. Vielleicht mache ich das im Off oder nehme das auf und schneide die besten 10 raus. Ich habe keine Ahnung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss bei Vampire.